gerade fast die Pistol verpasst. Ich dachte, die wurde nach Ready geschrieben. Also, Tix ist schon im Gang gestorben. Sorry dafür. Für den verpassten Frag. Mitte ist, geht's jetzt hoch. Er hat Tix guten Schaden gefangen. Die CT ist allerdings auch. Man will anscheinend über Has. Sehr schön durchgesprochen, Fabio. Sehr schön, machen da den Headshot. Boah. Boah. Schöne Gesichterrunde von Dislikes. Kurz mal die Namen lesen: Minya, Percy, Dinesen, Bisuk und Wagen. Scheinbar Hack-Fans von M5. Wenn der Stream leise ist, einfach mal neu laden. Das hatte ich auch ab und zu mal bei irgendwelchen Streams. Oder einfach mal die Lautstärke runter oder hochstellen. Das sollte das Problem in der Regel lösen. So war übrigens eine Glock-Eco von Team Alternate. Konnten aber zwei Spieler töten. Aprox hat die Bombe. Waffe hat er anscheinend nicht. So, wir decken Gang. Niemand gerade. Wagen mit 100 HP. Kopf gesehen. 2 zu 0. Ich switch noch das hier und zähle das Ergebnis hoch. So, der erste Equipped Round. Alternate springt direkt in die Mitte. Haben da auf einen offensiven CT spekuliert. Schleichen jetzt Mitte hoch. Auf Contact. Gefällt mir die Ansage direkt Druck aufbauen. Nicht erst lange rumschimmeln in der falschen Mitte oder so. Werden jetzt auf den Has-Spieler treffen. Der spottet Ren. Nicht direkt gegen. So. Alternate weiß, dass zu viert am A gestanden wird. Kleiner Sand und Bogen wurde gehört. Sie versuchen es trotzdem. Aprox schlecht ins Gang. Kick so raus. Leider kein Headshot. Roman R macht ihn dafür. Sehr schön. Roman R macht beide. Trubel ist on spot. Kleiner Sand ist auch bekannt. Kommt aber ganz gute Hits schon. Wieso konnte da auf dem Spot ohne angesagt zu werden? War Spieler auch bekannt. Roman R 1-on-2, kann er das ein Ace machen? Schade, kann er nicht. Dritte Runde für Dislikes. Muss ich mir erstmal an den Namen gewöhnen. So, Bombe gelegt, Alternate. Kauft direkt nochmal, was geht. Eine Akano am Start. Eine 2. Zwei Galils. Und spielen nochmal dasselbe. Kontakt Mitte hoch. CTs stehen wieder super defensiv. Döner Boost gab's auch. So, diesmal den Has-Spieler getötet. Gehen jetzt auch Has durch. So, Noah-Spieler ist bekannt. Sehr schön, kriegt Gesicht von Aprox. Gangspieler spätestens ist jetzt auch bekannt. Bibo bangt aber schon. Snow Okae. Tixu muss sich die Runde entscheiden. So, weiß das Mitte einer, ist weiß, dass noch einer im Gang ist. Schade. Vierte Runde der für die Dislikes.
Ja, da fehlt einfach das Equipment am Ende, um die Spots richtig gut zu verteidigen. Sollte eigentlich nicht laggen. Wenn es laggt, einfach mal die Quali hoch runterstellen, Stream restarten oder sonst was. Bombe konnte gelegt werden. Hat der Kopf nochmal. Diesmal auch aller Cars am Start. So, haben die Bananen jetzt zurückgedrängt. Alle in der Mitte versammelt. Sehr schön, das Lags nehmen jetzt Mitte ein. Der Flash haben wir schon gecheckt. Silent Flash, der ist noch blind. Oh, geil, da gab es die Gegenflash von dem Mate. Sehr schön gespielt. Gutes Teamplay bei Dislikes. Also, sie sind gar nicht so schlecht. Der war schon weg, die Banks kam zu spät. Schade, Capio wird am Kleinen den Frag machen. Wenn er den Frag da holt, dann schieben sie einfach klein und haben die Runde. Schade, dass er das Duell verliert. So, jetzt aber Roman R wieder mit 2. Man geht klein durch, da hat nur. Wagen steht aber schon an der Treppe. Ich glaube, jetzt gegen Aprox. Hat 1 und 2, 5 HP. Mit Glück kommt er. Ja, doch. Spot kommt auf jeden Fall noch rauf. Kann die Bombe auch noch legen gleich. Wenn jetzt Timing hat, kommt er vielleicht noch in den Seitengang rein. Ja, wenn jetzt so offensiv. Schade. Ja, wenn er dem Chinesen direkt Headshot gibt und dann rüberzieht, dann sprayt er vielleicht den anderen noch weg, aber. Na, immerhin legen sie die ganze Zeit die Bombe. Das hält sie auf jeden Fall im Spiel. Aber sollten. Langsam mal eine Eco machen. Ne. Ich meine, 5 Runden in Folge verloren. Der Money-Bonus steckt sowieso immer. Und dann noch Bombe gelegt, da kannst du auf jeden Fall kaufen. Aber Alternate spielt mir ein bisschen zu wenig mit Equipment. Habe ich so das Gefühl. Aber es liegt natürlich auch. Wenig Geld. Stellen jetzt auf jeden Fall um auf Standardaufbau anscheinend. So, mal schauen, ob Capio da Mini-Step macht, bevor er hochgeht. Ja. Döner ist einer. Sehr schön geaimt, sehr schön Headshot, nicht mal ein HP verloren. Tick so gang wo sonst. Schiebt jetzt mit Döner. Bisuk hat verschoben, so mit 3 am A. Ja, gibt sie das Silent Flash mit hoch. Sehr schöner Headshot, Herr ist tot, können da durchfahren. Was kann Wagen jetzt noch machen? Ist aber auch bekannt. Kann nichts mehr machen. Noch ein Spot. Sehr schön, fällt auch. Somit endlich die erste Runde. Minia sollte aber versuchen, noch Waffen zu ziehen. Aprox macht die erste Runde für Alternate. Krass, die CDs müssen direkt sparen, anscheinend. Dadurch, dass die Runden immer so super knapp waren, aber was heißt super knapp, aber haben sehr oft Waffen verloren, mussten viel legen. Sind auch viermal gestorben, viermal, fünfmal, also sind sehr oft gestorben, fast jede Runde. Und das kostet. Und zwingt sie jetzt hier in die Eco. Pushen zu viert Gang. Da wird gleich Tixo zu tun bekommen. Tixo hat zu tun bekommen. Da gibt es die Banks. Oh, 2 AP und 18 AP. Aprox deckt da gut ab. Roman R hat auch Ins gespottet.
Sehr schön. Ich habe hier wieder kein HP verloren. Alternate geht jagen. So, das war keine Waffe. Percy hat die Waffe. Hat eine ganz gute Posi. Schade, dass Capio nicht ins Haus geht. Schade von Trubel. Zweite Runde, immerhin in Folge auch. CDs haben wieder Geld. Die stellen da auch nichts um. Rüsten am Roman R. Reagieren damit auf jeden Fall ein bisschen auf den bisherigen Aufbau von Team Alternate. Durch den Roman Air Boost. Er spottet auch rein. Ja, da spottet er. Ach, der hat keinen Frag. Maximal ein. Ich meine, Alternate ist doch kein dummes Team. Wenn sie da nirgendwo was sehen, dann checken sie die Poesie auf jeden Fall. Was wird doch ein B-Split? Sehr schön. Oh nein, schlechter Laufweg. Trubel wollte da gerade in die Vivo gucken. Aprox läuft ihm da davor oder andersrum, ich weiß gar nicht mehr genau. So, die Niesen macht aber den Refrag. Carpium 1-on-3. Minia Low, B-Sig auch gut angeschossen. Geschossen eigentlich, aber einer reicht halt nicht. Genau, sehr schön. First Track gegen Vargan. Nice. Der zweite wird auch gebankt. Können jetzt so mit B rauffahren. B ist frei. Bombe schiebt auch rüber. Minia im Fuchsbau. Aber sehr schön falsche Mitte gepusht. Kriegt da seinen Frag. Sollten jetzt die Waffe auf jeden Fall sparen. Ah, Tixo passt nach hinten auf. Roman, er hat den im Gang auf jeden Fall low geschossen. Oh Gott. Oh, gut gespielt von Aprox. Nice Spray aber noch. Uiuiui, da hat Alternate auf jeden Fall mehr Probleme als. Nein, natürlich nicht, aber ich habe gerade mein Headset gemoved und ja. Direkt Kontakt Mitte hoch. Da gab es die Checker in Gang. Tixo hat die Hits gehört.
Aprox macht den Frag im Hass. Sie wissen, dass Gang offensiv ist. Schön gemoved von Aprox. Schönes Teamplay von Roman R. Wir schieben jetzt auch B. Aber hat Troubley gerade geleckt? Schöner One-Shot. Sehr schön. Vierte Runde für Alternate. CDs haben weiterhin Geld. Nettes Gespamme, Hank Moody. Wobei, vielleicht war es ein Bug. Pusht wieder Gang offensiv. Wieder gebankt, 12 und 51 HP, schöne Banks und sie bleiben einfach weiter da stehen. Sehr schön, Tixo macht beide. So, große Sandmütze müssen da aufpassen. Sehr schön, Tixo passt auf. Letzter Bogen wurde auch schon gehört von Trouble. Er macht ihn noch durch die Wand. Sein Mate hat ihn vorher low geschossen. Fünfte Runde. Also halt lässt sich nicht beeindrucken von den ersten verlorenen Runden. CDs mit komplett schwarz, ich bin in einer Sprengrunde, aber relativ wenig Damage. Alternate steht einfach zu gut. Sind ja auch nicht dumm und stehen da super offensiv. So, Ausgleich, 6 zu 6. So, da sehe ich auch die erste AWP bei mir hier. Wissen sie ja auch. Hat geschossen. Banane eingenommen. Interessante Taktik jetzt. Man nimmt Banane ein und spielt wahrscheinlich direkt einen Contact-Go im Anschluss. So, Wagen. Oh Gott, was macht Wagen denn? Zieht er offensiv rein, wird aber blind. Wird weiter abgeflecht. Weiter gegoldet. Oh nein, Capio auch noch blind. Muss der doch mal sterben, jetzt tot. Oh Gott, Minia bangt einfach ein Lucky. Boah. So, beide über City Base. Sie Flashes, aber die M4 stirbt. Die AWP im Gang. Stick, so macht ihn. Siebte Runde, erste Führung für Team Alternate in diesem Match.
wäre die Taktik fast nochmal in die Hose gegangen. Gab es irgendwie noch ein paar Flashes zu viel. Keine Ahnung, warum die Tees da im Hof noch blind wurden. Weil Wagen hat auf jeden Fall nichts gemacht. So, nochmal eine Eco für Dislikes, somit der sichere Halbzeitgewinn für Ultimate. Trubel macht die letzten beiden 8 zu 6. Schöne Bang-Runde. Trouble Ape schießt durch die Smoke, macht Headshot, aber kriegt dann die HEs in die Fresse. Oh, ich weiß nicht, ob Mini hat ihn gesehen hat, den Capio. Könnte jetzt auf jeden Fall Gang rausschleichen. Macht er auch. Sehr schön. Oh, schade, macht jetzt einen Stab. Hätte er mal früher geschossen. Bodybombe. Okay, der war noch im Bogen. Ich dachte schon, der war Rippen. Hätte da die Bombe fast noch töten können. So, jetzt mit viel Equipment Runde eigentlich ungewinnbar für die CTs. Wird sich auch gerade besprochen, wie der verteidigt wird. Ich von Capio. Oh Gott, Tick, so bratzt doch nicht. Und Roman M mit 6 HP. Oh Gott. Er hat ein Kit und er schafft's. Ach du Scheiße, war das verdattelt. Oh Gott, siebente Runde. Die war super unnötig. Ich hoffe, die hat am Ende keine Auswirkung. Und Alternate fährt hier einfach weiterhin drüber. So, Teams geswitcht. Aber nichtsdestotrotz, nach der 5-0, 6-0 Rücklage, trotzdem nach zumindest 8-7 ist vollkommen in Ordnung. Und ich schätze mal, man hat sowieso nicht alles gezeigt als CT, als Terror, sorry. Mini hat direkt Headshot bekommen. Trauen sich jetzt auch nicht hinzugehen. Tixo macht das, was er immer in der Pistol macht, spottet im Dönerfleisch in Mitte. Kann jetzt ansagen, dass Mitte Go kommt. So, Capio zeigt sich auch noch nicht. Tixo hat jetzt. Nein, er hat noch einen HS gespottet. Schade für Capio, er hat fast die Bombe down geschossen. Oh, er muss die. Aber seine Mates machen die wichtigen Frags. Sehr schön gehört, gute Ansage. Nice Teamplay, da kommt die Fläche in den Gang. In den großen Sandkasten. Sehr schön gespielt. So spielt man das runter. Gut kommuniziert in dieser Pistole. Bisschen Pech bei Tixol. Er hat da irgendwie noch einen Häs vermutet. Vielleicht irgendwas gehört oder so, keine Ahnung. Hätte da auf jeden Fall einen Free Frag gehabt in der Action. Macht den Frag, kommt mit 13 HP weg. Tix und Raum Döner offensiv. Die Terrors haben übrigens gekauft. Hab ich jetzt gerade erst gesehen. So, Überzahl aber für Alternate. Keine Kontrolle in der Banane. Trubel der Einzige, der ein bisschen Mitte spottet. Also beziehungsweise Mitte die Rippen hat. Die Nesen schiebt drüber, also es geht auf jeden Fall zum großen Spot. Man vertraut Aprox da soweit, den Kleinen allein zu halten.
Oh nein, was ein Timing. Boah, was ein Pech-Timing für Trubel. Boah, das könnte die Runde entscheiden. Capio ist super low am... Boah, wenn da jetzt was kommt... Oh. Oh, Roman, er macht einen. Muss da jetzt noch einen machen. Boah, schade. Gut rumgezogen von Denesen. Roman, er hat keine Chance, noch irgendwie einen Flag zu setzen. Oh Mann. Two and two retake, super spannend. Und sie verlieren's. Also ich glaube, das sollte man nicht machen. Ich meine, Aprox sagt vielleicht, er hat Angst, dass jetzt ein Go kommt oder irgendwas, aber ich meine, es ist halt dann offen und das ist halt. Also wenn sie klein kommen, muss Aprox halt 2 machen. Wenn nicht, können sie sowieso safen. Und weil Trubel jetzt geschoben ist, war halt Hess offen und das ist, glaube ich, viel entscheidender. War es jetzt auch in der Runde. Weil Aprox bei B kannst du halt einfach mal 2 Frags irgendwie so easy machen. Aber wenn die Terrors dann Hess durchkommen, sieht's halt schlecht aus. Aber man weiß halt nie genau, was da für eine Ansage kam. Wer da jetzt die Ansage gebracht hat, ob Trouble das selbst drüber geschoben ist oder ob da die von Apox irgendwas kam oder keine Ahnung, das weiß man ja nie. Hat aber für eine Digis gegen gekauft. Gang wird leider nicht gezielt. Stehen alle defensiv auf Spot. Schauen, was Capio jetzt machen kann. Der Ghost finden wir angesagt. Sehr schön mit den ersten. Schade, keinen zweiten. Da versagen die Deagles einfach auf lange Distanz. Ja, oder doch nicht. Da haben wir 2 Waffen, fast eine dritte. 8 HP bei Bisuk. So, soll ich. 8, 7. 8, 7 und jetzt 2 zu 1. Und 9, 9. Fullspar bei Alternate. Spekulieren da auf die Mitte. Wahrscheinlich hat jemand eine Flash gezückt. Gar niemand. Sehr schön rumgezogen von allen. Schleichen jetzt auch Mitte runter. B-Spot ist drauf. Oh Gott, sie spielen halt ein Fake in der Anti-Eco. Oh, wenn sie die beiden jetzt so machen. Oh, wieder schlecht. Nein, warum schießt der da, der Nap? Oh Gott. Was eine interessante Runde. Gott, wenn sie die in der falschen Mitte einfach getötet hätten. Also, wenn sie besseres Timing gehabt hätten. Boah, schön, Two and Two. Waffen haben sie. Ah, nee, scheiße, tick so nicht. Ah, schade, große Dis. Ah, oh, Mann, ey, wenn sie die falsche Mitte gesehen hätten. Wenn die einfach zu 5 drauf gerannt hätten, 2 tot, die Bombe wäre down gewesen, hätten 2 Waffen. Runde wäre möglich gewesen. Aber durch diese seltsame Taktik von den. Denen in dieser Anti-Eco. Naja. Immerhin saved man jetzt 2 Waffen. Dislikes machen keine Anstanden, die irgendwie zu handeln. Er textiert auch. Ja, noch Roman R. 100 HP. So, 2 Waffen, die. Sollte man auf jeden Fall nie unterschätzen. Das ist sehr viel Geld, was man hier spart. Falls man die verlieren sollte, nächste Runde auf jeden Fall auch ein Kauf möglich. Es geht ins Leere. Er
6 anscheinend mit Standardaufbau. Aprox da super schlitzig. B. Ah, da wurde die Fläche verworfen. Gang. Tixo Döner. Roman, er schiebt jetzt rüber. Capio, der Spieler für den Gang. Schon Hits bekommen, aber auch gut was ausgeteilt. Aprox. Ist eingesehen, wird jetzt zurückgedrängt, kriegt keine Hits, schöner Laufweg. Jetzt ist schon einer oben, der Go kommt schon. Ah, sehr schön, er kann da mal gegenflächen. Und die Runde muss verloren sein. Ah, guter AE. Schöner AE. 1-1. Muss da noch mindestens einen machen. Ah, sehr schön. So, jetzt einfach weiter Hof abflächen. Terrors keine Chance. Bombe ist auch schon down. Bisuk erwartet dann noch einen hinten. Trubel macht den letzten. Sehr, sehr schöne Runde. Nur eine Waffe verloren. Zehn zu 10. Ich weiß leider noch nicht, was die zweite Map ist. TSM gekauft. Sehr schnell überfahre ich mit hoch. Geht er bei Action? Über Hell, sorry. Der im kleinen Sand verschießt. Oh, die Bombe ist down, rechts aber noch einer. So, wusste er nicht. So, Minia im 1 und 2. Boah, lol? Was war das denn für ein Headshot? Durch die Kiste irgendwie oder so? Jetzt aber die Full Eco. Sehr schöner Ace. Trouble darf jetzt naschen. Sehr schön. Keine Waffe verloren. 12. Runde, das sieht doch schon ganz gut aus jetzt. Alternate push zu dritt B. Trouble stand da kurzzeitig Anti-Flash. Zieht der Schlitz, der eine Emulate, wenn Trouble Kontakt hätte, wäre dann die Flash gekommen. Und so ein Push gefällt mir immer. So Silent B-Push. Sich nicht verraten. Lol. Nice Pre-Fire von den Chinesen. Weiß nicht, ob sie da den Step gehört haben. Oh, Tixo stirbt auch. Leichter Futter bei den Terrors. Aber noch leicht. Aprox hat noch die Kontrolle und ab. Roman R. Oh, schade. Dann nicht Chess, den rechts erwartet. Trouble noch on Spot. Aprox schiebt jetzt. Muss seine Frag mit Sachen. Macht den Frag auch. Ah, das wollte gerade B gehen. Wäre auch perfekt jetzt. So, Aprox hat diese Ansagen. Geht mit runter und schiebt auch direkt. Trouble muss auch die Füße in die Hand nehmen. Aprox schafft es auf jeden Fall noch da gegen zu flashen. Ah, scheiße, doch nicht ganz. Er wartet jetzt auf sein Mate. Ah, die Flash fand ich unnötig. Hätten sie jetzt noch gut gebrauchen können im Retake. Jetzt ist komplett ohne Grants. Ah, jetzt kommt doch die HE in Gang gleich. Ah, okay, die sitzt nicht. Kommt doch bei dem auf. So, den
Spieler, deine Banane müsste man. Ah, stand ein bisschen in einem anderen Winkel, als ihn Aprox erwartet hat. Nächste Runde für die Dänen. Kommt auf jeden Fall wieder ran. Zu 4. Kurzes Ergebnis-Update auf Readmore. Zack. Sehr schön. First Track in der Banane. Döner wurde geboostet. Lol. Mit. War drauf. Tixo stirbt in der Action. War sehr schön gespielt eigentlich von den Terrors. Sind da relativ gleichzeitig rausgekommen. Da lag aber noch eine Smoke. Turn 2. Immer Vorteil für die Terrors, wenn da im großen Sand einer ist. Schwerer Retake. So, gegen Flash kommen auch. Die zweite war ein bisschen zu früh. Sollte man in mehr größeren Intervallen abflächen auf jeden Fall. Nützt mehr. Boah, aber Aprox schön verschoben über Action. Jetzt 1 und 2. Oh man, er rechnet auch mit ihm, aber sehr schön von Aprox. Macht den Reflect direkt. Und somit. Moment, hatten die verloren? Ja, hatten sie. Also die nächste Runde geholt, also die darauffolgende Runde geholt. Aber die haben trotzdem Geld. Okay, Bombe halt gelegt. Ein bisschen Geldpolster hatten sie, glaube ich. Jetzt war beim Carpio wieder was zu tun. Sehr schön, Artenet hat jetzt Banane schon sehr weit Kontrolle. Schon ganz gut Schaden gemacht. Ach man, er stirbt da aber jetzt. Und wenn sie sich gemerkt haben, wer da spielt, müssen sie wissen, dass Aprox noch dort ist. Der jetzt gleich von hinten kommen kann. Ja, Capio hat jetzt so eine ganz gute Pose. Sehr schön, Tixo lenkt ab im Döner. Ah oh nein, schade. Boah. Super wichtig von Trouble, ey. Da Action geholfen. Boah, schade. Sehr schwer der Pre-Save im Gang. Wollte deinen Spieler rechts töten, aber sehr schön gebufft von dem Terror. Und direkt die nächste Runde wieder. Also doch super spannend gerade. Altet muss jetzt sparen, wenn nicht sogar zweimal. Und dann scheint Dislikes wieder in Führung zu gehen. Sollten sie keine Pings haben. Die haben alle einen Ping, aber halt LAN-Pings, ne? Okay, USP-Eco und kriegen einen Frag ohne Refrag in der Banane. Der verstirbt uns in Trouble, ey. Aprox mit seinem zweiten mit USP und hat immer noch 65 HP. Stirbt jetzt. Kommt sogar an eine Waffe ran. Ah, ne, da wird abgedeckt. Jetzt wird der abgedeckt. Oh Gott, 2-2. Oh, 2-1-1. Bombe kann offengelegt werden. Vorteil trotzdem noch bei Bisuk, hat eine Flash. Boah, schön! Holen da die Eco, nice. Natürlich auch dumm gespielt von den Dislikes, aber scheiß drauf. Eco-Win ist Eco-Win.
Danach übrigens bitte nicht direkt abschalten, denn es ist ein BO3. Das heißt, wir sind auf jeden Fall noch eine zweite Map. Wo ich gerade ehrlich gesagt keine Ahnung habe, welche die sein wird. Und Tixo verwischt jetzt mal seine HE im Döner. Überle lenkt da ein bisschen ab. So abgeflecht. Roman, er ist schon da. Tixo will jetzt anscheinend die Action einnehmen. Schönes Timing. Gab es die Ansage, dass die Hess durchgehen wollen und Tixo bringt dann die Action. Geht dann offensiv. Oh Mann, Capio springt runter. Aprox. Banane noch safe. Wollte er da durchpushen, hat aber Angst, weil jetzt gerade nichts passiert, dass sie zurückkommen. Boah, kriegt er auch gerade die Ansage von Tixo, dass Hess was durch sein hätte können. Ist allerdings nicht der Fall. Und sie gehen auf jeden Fall auf einen großen Spot. Wie viel kann Trouble machen? Ein. Zwei. Und drei. Sehr schön, Trouble. Schöne Runde, Draw Safe, Vertex. Geht doch auf jeden Fall spannender als erwartet, auch von mir. Denke mal auch von allen anderen. Weil von denen kenne ich wirklich gar keinen. Gang Contact Go. Trouble mit First Frags in der falschen Mitte. Und Gang geht auch raus. Tix hat den im Döner gemacht. Ist da auch ein Gang. Stirbt gegen Trouble. Sehr schön. Erste Map für Attacks. 16 zu 12. Da steht's auch nochmal. Sehr schön. Danke an das Server-Plugin. Jo, ich hau ein kurzes Werbepäuschen rein. Würde mich freuen, wenn ihr Adblock aus habt auf meinem Stream. Ich bin in ein paar Minuten wieder da, wenn es weitergeht. Auf der zweiten Map, Team Alternate gegen Dislikes. Alternate gewinnt die erste Map, hoffentlich auch die zweite. Bis gleich.